Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir machen jetzt die Sigmametrie 2. Hier haben wir schon den Gegner. Natürlich wieder aus Final Fantasy 6 im Original. Und was man schon gesehen hat im Livebrief des Produzenten, man kann hier Paintings bemalen. Und zwar hier mit so einem Pinseleffekt. Und das werden wir hier auch nutzen. Ich habe es schon einmal gemacht, aber da rein nur DPS und Glück. Und ich hoffe, wir schaffen das. Hier das Geistermädchen aus dem Gemälde wird gleich ein Gegner spawnen und der wird praktisch verschiedene Elemente zum Angriff nutzen. Hier zum Beispiel Feuer. Um uns davor zu schützen, müssten wir hier mit unseren Paintings auf dieses Gemälde malen und dann bekommen wir einen Feuerschutz. Hier macht er so ein Erdbeben. Wenn er davor steht, dann müssten wir dorthin malen. Das ist ein Mount, auf den man sich setzen kann, dass wenn Ads kommen, kann sich einer das Mount nehmen und die wegschniefen. Oder wegschnoddern. Erklärt das jetzt auch noch mal und wenn Wasser erst ein Wasser zum Angriff nimmt, dann halt hier drauf malen. Und ich weiß, sie wird glaube ich gar nicht kämpfen, sondern immer nur so ein Phantom von ihr. Es dauert ein bisschen, aber anscheinend muss jeder diese Mechanik machen und nicht immer nur einer, um sich halt selber zu schützen. So, und da kommt das böse Phantom und es haut gleich ein AOE-Damage raus. Wird auch verschiedene Leute markieren und da dann Attacken fallen lassen. So. Er sagt dorthin, dann gehen wir auch dorthin. Wir brauchen hier unsere Farbe. Und sollten jetzt Resistenz plus gegen Feuer haben. Und jetzt hat uns die Feuer. AOE nichts gemacht. Man kann es auch ein bisschen zu spät machen. Dann steht man praktisch in der Attacke schon drin und hat es versaut, aber es sollte relativ glatt gehen. So. Jetzt will er dorthin, dann machen wir das auch dort. Uns haben wir praktisch geschwebt und uns hat das Erdbeben jetzt ausgemacht. Ich möchte nicht markiert werden, danke. Böse Frau. Lol, was hat mich denn jetzt noch getroffen? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas war. So, wir
möchte dorthin. Ich hoffe, das reicht. Genau, ihr macht jetzt eine Wasser-AOE und wir werden von der geschützt, weil wir halt diesen Stein hier hingemacht haben. Ich sehe dann natürlich, man steht nicht genau dahinter. Der Müll zu wenig. Ich dachte einfach, ich würde halt noch so weit im Stein drin stehen, dass ich nicht getroffen werde. Falsch gedacht. Passiert. Ach, leck mich. So, nächstes. Jetzt macht der Wind. Brauchen wir nicht machen. Jetzt sind hier die Ads an der Seite, die Federn, und derjenige, der sich das Mount geholt hat, muss die halt jetzt vom Feld pusten. Da dürfen wir hin. Komm. Wie man das verhindern kann, habe ich keine Ahnung. Möchtest du? So, hier müssen wir uns jetzt vor beidem schützen. Und jetzt kommt noch das Wasser. Und es ist halt böse, wenn man diesen Debuff hat, besonders zwei Stacks oder mehr, so fast instant tot. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das noch auf der epischen Stufe wird. Stein und Feuer auf jeden Fall müssen Feuerresistenz finden. Der Tank. Ah ne, das war nicht der Tank. Nein. Rotmagier denkt sich, ich hole mir nichts von beiden und Sterne. Widerlich. Wo ist denn der Ninja schon wieder? Ah, fuck. Ich war zu langsam. Ich dachte, ich wäre schon einen Schritt weiter gewesen. Hätten wir halt so eine Attacke gemacht, hinterher gemacht, die einen verfolgt. Ich dachte, die wäre schon vorbei und würde halt jetzt nur noch zwei, dreimal neben mir ticken, aber das war falsch. Okay, Feuer immer zuerst holen. Da wir hier ein paar Fernkämpfer haben, können wir durch den Kopf machen. Das treffen wir ja trotzdem da.
Jetzt kommt das Wasser. Und das meine ich, man kann es halt zu früh oder zu spät machen. Eine Attacke kann halt einen immer erwischen. Einmal bei der gleichen Mechanik gestorben. Ich weiß überhaupt halt nicht, ob man dafür sprinten muss, damit man da rauskommt oder nicht. Ja, da hier ist halt Timing. Das haben wir zweimal nicht hinbekommen, uns vor dem Wasser zu schützen. Weil halt der Schutz seine Wirkungszeit weg war. Und guck mal, ihr macht das, ich mach das. Ja, dann machen wir den jetzt kalt. Würde ich sagen. Okay. So. Ja. Und das war's jetzt. Letzte Atemzüge. Jetzt sieht man noch mal ein bisschen zu wehren. Lol, warum sind der zweite tot? Habe ich was verpasst? Stirbst du jetzt? Geht ja gar nicht. Ja. Jetzt weg. Perfekt. Naja, nicht ganz perfekt. Die beiden Tode waren unnötig. Aber so hat man auch gezeigt, an welchen Mechaniken man ein bisschen leicht stirbt, wenn man leichtsinnig ist. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in Sigmametrie 3 wieder. Ciao, Leute.